Ja, ich stehe jetzt vor einem von mehreren Ziegellagern, die wir angelegt haben. Wir werden in den nächsten Monaten mindestens 10 Häuser, 10 bis 15 Häuser in etwa beginnen und fertigstellen in den nächsten 4 bis 6 Monaten. Und dazu brauchen wir natürlich jede Menge Ziegel, Dachziegel und sogenannte Techelons. Das sind die Unterdachziegel. Das sind diese Techelons, die sieht man dann vom Zimmer, wenn man hinaufschaut. Das sind die Dachziegeln. Zusätzlich haben wir dort hinten noch angelegt Lager von Eisen, Baustahl. Da sieht man einen Riesenberg von Schotter. Dahinter Kalk ist gelagert. Wir haben eines der größten Zementlager des Landes. Also wir sind gerüstet, um die Häuser unserer Klienten, die in den nächsten Monaten zu uns kommen werden, zu bauen. Ich stehe hier auf dem Bauplatz der Stadt Ippi. Ippi wurde von uns geplant, ihr kennt die Pläne ja aus dem Internet, dafür, dass wenn eine bestimmte Anzahl von Personen tatsächlich hier wohnen, wir eine Stadt hier bauen. Wann das sein wird, das hängt von euch ab, das kann ich nicht sagen. Wir sind bereit, wir haben den Bauplatz hergerichtet, die letzten Kubikmeter des in Fertigstellung begriffenen Ippi-Sees werden hier aufgebracht und planiert. Wie ihr seht, wir sind schon fast fertig mit der Stadt. Dort hinten, wo einmal eine Schule hinkommen könnte, haben wir ein riesiges Humuslager angelegt. Hinter uns sehen wir auch den Muster-Circle, der ist direkt an der Stadtgrenze. All das hier wird einmal Lokale, Geschäfte, Eigentumswohnungen, Häuser hier sein. Das kann alles entstehen. Wie gesagt, es hängt von euch ab. Wann kommt ihr? Sobald ihr da seid und sobald genügend von euch da sind, können wir den Bau dieser Stadt beginnen. Ja, jetzt stehe ich im Gewerbegebiet des El Paraíso Verde. Zu eurer Orientierung, links von mir ist der Urwald. Weiter nach hinten seht ihr die drei Häuser des Anastasia Circle. Es sind schon drei Häuser, die man sehen kann. Das dritte wird gerade eingedeckt. Und hier haben wir eine riesige Fläche mit Lehm aufgeschüttet auf Straßenniveau. Und auf dieser Fläche werden sowohl Freiluftlagerplätze gebaut, als auch da, wo ich jetzt stehe, kommt eine Halle von 8130 Quadratmetern Größe hierher. Und zwar 3 Stockwerke hoch, ca. 12 Meter hoch, wird hier eine Halle gebaut, wo es sowohl Lagerplätze gibt, wo Container gelagert werden können, wo Baumaterialien gelagert werden können, wo man auch die ersten Werkstätten einrichten könnte, wenn man das möchte. Also wir bereiten uns vor auf den Ansturm von euch als Unternehmer, die ihr mit eurer Technologie, mit eurem Werkzeug, mit euren Sachen, die ihr habt, von Europa hierher kommt, um hier in einem Land, wo die Steuern günstig sind, wo die Arbeitskräfte relativ preisgünstig sind, wo es relativ wenige Regulierungen gibt, euren Betrieb aufzubauen und eure Technologie hier zu produzieren. Für hier, für Paraguay und für die ganze Welt. Heute Nacht um 1 Uhr sind diese 225 Rinder, die da hinter uns sind, angekommen. Und in wenigen Minuten kommt die zweite Charge von 225 Rindern. Und wir sind sehr happy, sind glücklich. Ja, das ist wunderschön. Wunderschöne haben wir von Hand ausgesucht, aus Hunderten und Aberhunderten von Rindern, die schönsten Tiere. Übrigens, die erste Charge von 50 Rindern hat bereits in den letzten Wochen eine Gewichtszunahme von nahezu 2 Kilo am Tag. Also, das wird eine tolle Rinderzucht und für uns als El Paraíso Verde ein wichtiges wirtschaftliches Rückgrat für unser wirtschaftliches Unternehmen. Und macht viel Freude. Ja. Ciao.